meine lieben Liebenden. Wir machen die Liebeslegung diesmal als Film. Ich kann das zwischendurch für euch machen, weil ich schaffe es einfach nicht zum Livestream. Ich habe es versucht, es kommt immer was dazwischen. Im Moment ist Stress angesagt, privat, beruflich, alles Mögliche. Aber ich möchte natürlich für euch auch die Liebeslegung für den Oktober machen. Und ich hoffe, dass ihr da möglichst viel draus rausziehen könnt für euch, dass ihr damit arbeiten könnt. Und ich hoffe, wie gesagt, auch wenn das ein bisschen verspätet ist, dass euch das ein Stück weit weiterhilft. Ich danke für euer Interesse, ich bedanke mich für eure Treue und ich hoffe, von euch zu hören. Viel Spaß bei deiner Legung. Ein herzliches Willkommen zur Taroskoplegung mit Ella in Sachen Liebe für den Monat Oktober und für die Jungfrau. Ja, wir wollen mal schauen, was das Thema in Sachen Liebe für dich im Oktober ist. Was haben wir? Wir haben Königin der Münzen. Das ist auch deine Energie, Sicherheit, Stabilität herzustellen, vielleicht die Verbindung zu festigen oder eine feste Verbindung zu finden. Was du mitbringst, ist der Knabe der Münzen. Also die Chance auf Sicherheit und Stabilität. Dein Gegenüber bringt mit die Zehnten der Schwerter. Das heißt, dein Partner, deine Partnerin oder eben die Person, die du kennenlernst, ist jemand, der schon einiges erlebt hat und auch einiges hinter sich gebracht hat. Harmonie zwischen euch, 7 der Schwerter. Das ist ja auf der einen Seite, man sagt ja Diebstahlkarte, aber ich glaube, es könnte sein auch, dass jemand etwas verbirgt. Wir gucken mal. Worauf solltet ihr achten? Auf die Welt, den Neubeginn. Im Zusammenhang mit alten Verletzungen, mit Kummer aus der Vergangenheit ist es natürlich wichtig, wenn man eine neue Partnerschaft angeht, dass man da eben nicht den alten Schmodder sozusagen mitbringt, sondern dass man sich der neuen Sache auch mit neuen Dingen stellt, also nicht das Alte mit sich herumschleppt. Ja, der Ratschlag, 10 der Münzen, auch wieder Erdenergie. Stabilität und Sicherheit, der volle Zyklus ist möglich und der Ausgang ist die 10 der Kelche. Wunderbar, da ist sehr viel Gefühl mit drin. Aber wie gesagt, wir haben jemanden, der wahrscheinlich ein bisschen vorbelastet ist, vielleicht ein bisschen Rücksichtnahme oder ein bisschen ja, mit liebevoller Energie auf die Person zugehen. Wir schauen mal, was wir mit dem zweiten Kartendeck haben. Für die Jungfrau, wir haben Sicherheit und Stabilität als Thema. Kann, wie gesagt, in einer bestehenden Partnerschaft auch bedeuten, dass man die vertieft. 4 der Kelche, naja, da gibt es ein paar Punkte, die nicht so optimal laufen. Das ist die Schmollkarte. Vielleicht, ja, ist es einfach so, dass man noch nicht so auf dem gleichen Nenner ist, so auf dem gleichen Punkt. Wir haben bei dir den Knabe der Münzen und wir haben die 4 der Schwerter. Das heißt, du solltest das entspannt angehen. Also keinen Stress machen, Druck ausüben, möglichst wenig Kritik üben, sondern offen sein und sich anhören, was dein Gegenüber zu sagen hat. Wir haben bei deinem Gegenüber die 3 der Schwerter. Das heißt, dein Gegenüber hat mit Enttäuschung zu tun. Das muss nicht in der Beziehung sein, kann sein, aber es kann auch von außen kommen, im Job, dass das alles nicht so gut klappt und derjenige ein bisschen missmutig ist oder ja, ein bisschen desillusioniert vielleicht. Die 7 der Schwerter. Und der Eremit. Das bedeutet für mich, dass jemand mit seinen Problemen, mit seinen Sorgen zurechtkommen möchte. Dass derjenige oder diejenige Zeit braucht für sich selbst. Ich glaube, es liegt bei deinem Gegenüber, mit den Dingen, die ihm oder ihr gerade passieren, klarzukommen. Das kann auch eine neue Bekanntschaft sein, die vielleicht nicht so offen ist, aber eigentlich ein potenzieller neuer Partner sein könnte. Wir haben die Welt und wir haben Gerechtigkeit, Fairness. Das heißt, verhalte dich so fair wie möglich deinem Gegenüber entsprechend. Also selbst wenn jemand in Sorge ist und so weiter, einfach als Freund, als Freundin die Hand reichen und mal schauen, wie derjenige damit zurechtkommt. Versuche nicht zu sehr die Kontrolle zu übernehmen. Ganz wichtig. Wir gucken. 10 der Münzen ist
Der Ratschlag, wir haben den Teufel, das ist Obsession. Dir ist Sicherheit und Stabilität sehr wichtig, deinem Gegenüber natürlich auch, aber es ist wichtig, nicht zu übertreiben. Der Teufel ist die Übertreibung. Wenn du, sagen wir mal, zu viel Hilfestellung gibst, dann fühlt sich der andere möglicherweise bevormundet. Da solltest du ein bisschen aufpassen. 10 der Kelche ist der Ausgang und 5 der Münzen. Das bedeutet, du zeigst deine Liebe, indem du deinem Gegenüber Freiraum gewährst. Ich denke mal, es geht um Sicherheit und Stabilität. Es läuft gerade nicht so optimal, wie du dir das vielleicht wünschst oder auch wie dein Gegenüber sich das wünscht. Wie gesagt, das kann auch von anderen Faktoren abhängen, die von außen kommen. Und da ist so ein bisschen Unzufriedenheit drin. Man ist nicht so wirklich glücklich, aber dein Gegenüber ist wirklich unglücklich. Nicht unbedingt wegen der Beziehung. Ich glaube, es geht um etwas anderes. Und wenn du dann zu sehr eingreifst, dann fühlt sich der andere noch unfähiger, noch hilfloser und könnte in die Defensive gehen oder in die Aggressionen könnten dadurch hervorgerufen werden. Da ist sehr viel Gefühl, aber dieses Gefühl sollte man zeigen, indem man Freiraum gewährt. Also nicht versucht, die Führung zu übernehmen, alles zu klären, alles zu richten für denjenigen. Das fällt dir schwer, liebe Jungfrau, das kann ich mir vorstellen. Aber die Person muss auch aus eigener Kraft wieder auf die Füße kommen, weil sie sich sonst nicht befähigt fühlt dazu. Ich hoffe, du verstehst das richtig. Es ist lieb gemeint von dir, da Hilfestellung zu leisten, die Hand zu reichen, zu sagen, ich mache das für dich. Aber derjenige verliert dadurch den Glauben an sich selbst. Und das wäre zu schade. Und du beweist deine Liebe, indem du dich zurückhältst. Du kannst das beobachten, du kannst aus dem Schatten heraus vielleicht agieren, ohne dass dein Gegenüber das mitbekommt. Aber wenn er das mitbekommt oder sie, das wäre nicht so gut. Ja? Wir haben Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass jemand aus der Vergangenheit auf dich zukommt, weil er oder sie Probleme hat. Ja? Und da ist eben dieses Helfersyndrom, was manche Jungfrau auch hat, oder auch diese Befähigung, das zu organisieren. Wichtig wäre, wenn da Gefühl im Spiel ist und du jemanden wirklich sehr gern hast oder mehr, dass du da eben nicht den großen Retter machst in dem Moment, sondern die Person agieren lässt und wartest, bis sie zu dir kommt. Ja, wir haben die Chance auf einen Neubeginn hier oben. Ja, und wir haben Gerechtigkeit. Und Fairness bedeutet in dem Fall eben nicht übermütterlich zu reagieren und nicht alles aus den Händen zu nehmen, sondern Vertrauen zu haben in die Person und zu sagen, pass auf, ich bin da, wenn du mich brauchst, weißt du, wo du mich findest. Wir haben hier die 7 der Schwerter und ich glaube, das hat damit zu tun, dass derjenige oder diejenige eben etwas hat, was sie nicht so gerne nach außen zeigen oder erkannt haben will. Ich glaube, das ist etwas, was die Person mit sich selbst ausmachen muss. Sei stark, liebe Jungfrau, biete deine Hilfe an, aber versuche nicht direkt zu agieren. Ja, das wäre der beste Ratschlag, den ich dir in dem Zusammenhang geben kann. Und die Versöhnung oder die Regelung der Dinge, die vielleicht im Argen liegen, das obliegt deinem Gegenüber selbst. Wir haben hier eben, die Liebe zeigt sich, indem man sich selbst ein bisschen zurücknimmt. Ich bin gespannt, wie das für dich passt, wie du damit umgehst oder wie das sich im Monat Oktober für dich zeigt. Aber es sieht ja sehr schön aus. Das ist der Ausgang, die Liebe, aber eben durch Rückzug, durch Zurücknahme der eigenen Bedürfnisse danach, die Dinge zu regeln und zu handeln. Ja, nicht ganz leicht, aber machbar. Ich bin gespannt, was du sagst, wie du das umsetzen kannst und wie du dann tatsächlich dadurch, dass du dich selber ein bisschen zurücknimmst, Hilfestellung leistest in ganz anderer Weise als normalerweise. Ja, also interessante Legung. Ich bin gespannt, wie das für dich passt und wie du damit umgehst. Ich freue mich auf die Rückmeldung und wünsche dir natürlich und deinem Gegenüber vor allen Dingen die Heilung, dass das gut wird. Fairness ist benötigt. Ja, du sollst dich natürlich nicht komplett zurückziehen, aber eben denjenigen machen lassen oder diejenige. Ja, berichte gerne
Ich bin gespannt. Das bedeutet, dass du selber ein bisschen über deinen Schatten springen musst, so ein bisschen von deinem üblichen, ja, Tun und Handeln abweichen solltest. Und das ist sicherlich nicht ganz einfach. Ich wünsche dir auf jeden Fall den bestmöglichen Erfolg dabei und natürlich deiner Person. Sei immer da, um eine Schulter zu bieten, aber nimm nicht alles aus den Händen. Ja, das ist so die Kartenlegung, die ich für dich habe in diesem Monat. Alles Gute für dich und bis bald.